So, hallihallo. Neue Woche, neuer Lidl-Katalog. Schauen wir mal. Vom 31.8. bis 5.9. Gibt mal wieder kiloweise Käse, also halb kiloweise. Das ist relativ günstig. Es gibt dann nicht nur die milden, sondern auch andere. Ich glaube, vor Corona waren es immer so 1,47 der günstige Preis für diese Senseo-Pads. Wenn man denn eine Senseo-Maschine hat und Senseo und Pads braucht und ja. Baikal-Wodka, Relikal vom diverse Sonderdinge. Deax, Deo, Solitos. Ja. Schauen wir mal, was uns dann so eigentlich an Highlights erwartet die Woche. Küche, Regenbekleidung, mehr Freude an Frankreich. Wenn man genug Freude an Frankreich hat. Ja. Was gibt es denn hier? Coffee Cola 57% günstiger als Coca-Cola. Ja. Ja. Ist natürlich noch besonders fies, wenn das sogar die gleichen Hersteller sind dahinter, was ja durchaus manchmal der Fall ist. So, hier Deutschlands meistverkaufte Marken. Kochschinken, Schlagsahne, das ultraweiße Katzenstreu, diverse frischen Sachen, Wein. Es gibt auch Lidl Strom aus Wasserkraft, oder ist das Strom, ist das der Strom für die Filialen? Keine Ahnung. Nee. Küchenhelferlein, Toaster, Wasserkocher, Wagen, ein Kühlschrank in diesem Bereich, ja, das ist in Türkis. Elektrische Salz- oder Pfeffermühlen, Multizer kleinere, sehr Gewürzmehl, eine Mikrowelle, Messer, Pfannen, no, Messerblock ohne Messer, Backbücher, ein Crepe-Marker, Maker, ja, Wasserhähne, Solierflaschen, ja, alles Mögliche. Passend dazu dann ein Kompressor mit 24 Liter Kompressor. Wahrscheinlich für die meisten Haushalte ein bisschen klein sein. Kleinteilmagazin ist immer praktisch, um das Lego zu sortieren. Nietmutterzange, ich glaube, bei Lidl noch nicht gesehen. Arbeitssocken, Sicherheitsschuhe, Zubehör für das, für den Kompressor. So, hier Hemdjacken. Drei T-Shirts, 7,75 Euro. Arbeitshosen, 12,60 Euro. Größe 48 bis 58, T-Shirts bis Doppel XL, diverse Mindesteinstiegslohn 12,50 Euro bei Lidl für Schülerjobs, Ausbildung, Abi, duales Studium. Jetzt haben wir dann Regenkleidung, Größe 36 bis 46, Regen Trenchcoat, Jeggings, so warum Regen nicht Jeggings, Regenstiefeletten. Ist der Preis jetzt schon wasserdicht oder was? Ventilationsöffnungen, Membranleuchte, Feuchtigkeit nach außen, ab ein Parker bis Größe 56. Ja. Naja, das sind die wichtigen Regensachen: Softshell Overalls, Matsch- und Buddelhosen bis Größe 122, Regenstiefel bis Größe 31. Multifunktionstücher, sehr praktisch, aber hat wahrscheinlich schon jeder mehr als er braucht. Ja, Regenjacken 128 bis 158. Ja, Jungs und Mädels Varianten, Regenstiefel, stilvoll und schöne Dekoration bis Größe 36 bis 36. Ne? Jungs und Mädels hier was. Das sind übrigens Dinge, die im jeden Sonderverkauf immer in sehr großen Mengen auftreten. Die Kinderkleidung generell. Immer nur den Größen, die man nicht braucht. Weitere Deko-Sachen, Samt-Vorhangsets, LED-Filamentlampen, Follows, Spiegelregale. Die Herbstdeko kommt hier. Ja. Also herbstliche Dekoration ab Donnerstag. Das braucht Tiefküchenrollen. Die sehen immer auf den ersten Blick nicht billiger aus. Man muss aber mal gucken von der Blattzahl. Meistens sind sie dann doch ein bisschen günstiger als die normalen. Nachrechnen ist nicht ganz einfach, weil hier
Also mal an 60 Platten, die haben meistens 80 Platten, weil das diese Variante hat jetzt hier 64 Blatt pro Rolle. Ja. Hat euch der Preis pro Blatt oder so immer angegeben? Nee. Ja, also da muss man ein bisschen rechnen, was sich denn da eigentlich lohnt. Anders jetzt sind es eben noch Pfennigbeträge. Frisch, der süße Charme Frankreichs. Ja, noch der deftige. Alles Süße. Mehr Freude an Frankreich. Ah, da ist hier Käse. Salami, Kisch. Kleine, die Eis. Das. Ja, diverse. Seife aus der Promo aus 64 Cent. Super Spar. Wochenende ab dem Freitag, dem 4.9. Es gibt da irgendwas Interessantes. Popcorn. Ne. Pflanzen im Glas. Herbstarrangements. Und der Knaller der Woche am Donnerstag. Diverse Bluetooth-Lautsprecher. Bis 24 Stunden, 25 Stunden Musiklaufzeit. Ja, wenn man dann im Park abends feiern will und die Nachbarn richtig nerven, dann kann man sowas dann mitnehmen, glaube ich. Boah, keine Ahnung, ob die Preise, kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen, ob die Preise besonders gut oder schlecht sind. Ich denke, sind schon wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Kann man auch sein Handy laden, allerdings hat der Akku hier ja, wahrscheinlich gerade mal so eine halbe Handyladung drin. Für die meisten, je nach Effizienz. Naja. Ja, genau, man kann mit zwei Lautsprechern, wenn man zwei davon hat, kann man sogar Stereo hören. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächste Woche. Vielleicht schaffe ich ja mal das Video zu der Uhr fertig zu machen.